Wenn man sich Figuren wie den Master Chief oder den R2-D2 hier oder aber auch Helme wie den Mandalorianer-Helm hier im FDM-Druckverfahren anfertigt, dann gibt es immer wieder die ein und dieselbe Frage, nämlich wie werde ich die Layerlines los? Und genau damit habe ich mich für dieses Video beschäftigt. Ich habe mir drei Methoden ausgesucht, die ich ausprobiert habe. Und das Ergebnis davon möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Und ja, das war verdammt viel Arbeit. Allein schon der Mandalorianer-Helm hat schon bis jetzt viel Arbeit verschlungen. Er ist immer noch nicht fertig. Die ganzen Figuren sind auch noch nicht fertig. Das sage ich schon mal gleich vorweg. Die sind nicht perfekt. Die müssen natürlich nochmal geschliffen und nochmal entsprechend mit Sprühfiller besprüht werden, damit das Ganze auch wirklich schön glatt und sauber nachher aussieht. Aber ich konnte schon mal so ins erste Fazit von diesen drei Methoden, die ich jetzt ausprobiert habe, entsprechend ziehen. Und ich muss sagen, ich war überrascht, dass jede Methode ihre Vor- und Nachteile hat. Aber ich habe definitiv eine Lieblingsmethode und die schauen wir uns heute natürlich auch noch an. Beginnen tun wir mit der Methode von Dave Rick. Da habt ihr wahrscheinlich letztens ein Video dazu gesehen. Und zwar ein wenig Resin und Babypuder und das Ganze natürlich schön irgendwo in einem Becher vermischen und dann mit solch einem Pinsel auftragen auf das Objekt. Und ja, das funktioniert wunderbar. Das habe ich mit den Patreonen im Livestream entsprechend ausprobiert. Das ging relativ flott und relativ zügig. Wenn die Figuren auch nicht allzu groß sind, kann man die sehr gut in die Curing Station packen, wie jetzt hier bei mir die Mercury Station. Natürlich, wenn die Figuren größer sind oder auch so, geschweige denn so ein Helm, den muss man natürlich dann entsprechend ins Sonnenlicht stellen, beziehungsweise man braucht eine extrem große Box, die man dann sich selber bauen muss. Und das ist schon mal einer der Nachteile, die man mit dieser Methode hat, denn man braucht UV-Licht, um das Ganze aushärten zu können. Und wenn jetzt gerade die Sonne nicht scheint oder die UV-Box entsprechend nicht groß genug ist, kostet es nochmal extra Geld, damit man das Ganze auch wirklich ausgehärtet bekommt. Und das ist natürlich nicht so schön. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Was auch nicht so schön ist, was mir auch nicht gefallen hat, war natürlich die Sauerei. Man muss ständig mit Handschuhen arbeiten und das Babypuder verstreut sich hier quasi über die ganze Werkbank. Das ist nicht unbedingt so schön. Man hat immer eine schöne Dampfwolke hier rundherum. Das möchte man natürlich auch nicht haben. Und bis man die perfekte Konsistenz gefunden hat, dauert es auch eine Weile. Das heißt also, man muss die ganze Zeit anrühren, nochmal ein bisschen nachkippen, anrühren und das ganze Mischverhältnis immer ein bisschen ausprobieren, bis man letztendlich bei der finalen Version angelangt ist. Und dann hat man am Schluss jede Menge kontaminierte Materialien, also die Becher, die Pinsel, die Spachtel, mit der man das umgerührt hat und. Das muss natürlich alles irgendwie ordentlich sauber gemacht und ausgehärtet werden, damit es auch ordentlich im Müll entsorgt werden darf. Da habt ihr wahrscheinlich in meinem letzten Video, wo ich schon entsprechend erwähnt habe, hier oben ist nochmal der Link dazu, mitbekommen, dass man nicht einfach so das Resin jetzt gerade hier einfach in den Abfluss gießt oder entsprechend in den Müll wirft. Das ist ein wirklicher Nachteil. Der Vorteil ist, man kann sich die Paste so anrühren, dass sie genau passt und genau hält und nicht irgendwie verläuft grob. Und da muss ich sagen, das ist schon ganz cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Man bekommt das Ganze auch einfach geschliffen am Schluss. Und die Layerlines, muss ich ganz ehrlich sagen, sind dann auch relativ schnell Geschichte und das hat ein gutes Ergebnis erzielt. Allerdings würde ich diese Methode nicht bei sowas Kleinem wie dem hier anwenden, weil das dann doch schon ein bisschen zu klein ist und die ganzen Details verloren gehen. Das würde ich dann eher schon bei einem Helm wie dem Mandalorianer-Helm hier entsprechend anwenden, weil es dort sinnvoller ist mit großen Flächen, wo man das Ganze bearbeiten kann und nicht so viele Details jetzt drin sind wie bei so einer kleinen Master Chief-Figur hier. Dann habe ich eine Methode von Schweighofer ausprobiert. Der hat nämlich schon mal in einem seiner Videos diesen UV-Filler vorgestellt und ich muss sagen, ich bin tierisch begeistert von dem Zeug, denn das ist im Prinzip das gleiche wie hier mit dem Babypuder und mit dem Resin, nur dass man das Ganze fertig gemischt in der Sprühdose hat und das Ganze nur noch auftragen muss. Es lässt sich auch einfach auftragen. Man braucht dazu im Prinzip nur einen, naja, Deckel, wo man die Figur dann entsprechend draufpappt.
Die kann man dann so hinstellen. Ich habe jetzt dafür Patafix genommen, entsprechend, um das Ganze ordentlich auf dem Deckel zu arretieren. Und dann kann man mit Handschuhen natürlich arbeiten und schön das ganze Objekt einmal einsprühen. Wenn es fertig ist, einmal abschleifen, nochmal einsprühen und natürlich zwischendrin das Ganze in die UV-Curing Station stellen. Da ist auch schon gleich der erste Nachteil. Man braucht dafür zwingend ein UV-Licht, also das Sonnenlicht oder aber auch eine UV-Station entsprechend, um das Ganze aushärten zu können. Wenn man das hat, geht das ruckzuck. Bei größeren Oberflächen, wie hier beim Mandalorianer-Helm, würde ich lieber das Ganze ein bisschen länger aushärten lassen, als es jetzt irgendwie vorgegeben wird hier vom Hersteller. Beim R2-D2 hat hier 20 Minuten gereicht, dann war das Ganze ausgehärtet, also 20 Minuten in der Curing Station. Beim Mandalorianer-Helm habe ich es nach 2 Tagen noch Stellen gehabt, die sich dann abgepeelt haben. Deswegen habe ich da noch eine dritte Methode ausprobiert, auf die wir gleich nochmal eingehen. Aber ich muss sagen, so im Großen und Ganzen, bis auf ein paar Stellen, die ich nicht richtig erwischt habe hier mit der Dose, wo ich dann drüber gegangen bin, sind die Layer Lines schon ganz gut rausgegangen. Und man sieht eigentlich nicht mehr wirklich viel davon. Und das Gute ist, dadurch, dass das ein bisschen dünnflüssiger ist, bleiben die ganzen Details, wie jetzt hier die Kanten entsprechend, noch alle erhalten. Klar, das muss jetzt auch nochmal ordentlich abgeschliffen werden, genau wie der Master Chief oder der Mandalorianer-Helm. Die sind jetzt nur erstmal grob geschliffen, nochmal mit Füller entsprechend übergangen. Also mit normalem Filler, nicht mit dem UV-Filler. Und das Ganze muss natürlich nochmal geschliffen, fein geschliffen, nass geschliffen werden und zwischendrin nochmal mit Füller überarbeitet werden, damit auch wirklich die letzten kleinen Reste und Dellen entsprechend und Kratzer raus sind. Aber ich denke, damit kann man auf jeden Fall mit Figuren, die ungefähr so groß sind, auf jeden Fall gute Ergebnisse erzielen. Definitiv besser als mit dem Babypuder und mit dem Resin. Da muss man erstmal alles selbst anmischen. Man hat den ganzen Müll, den man entsprechend verursacht. Und natürlich auch durch das Babypuder immer noch mal ein bisschen Sauerei. Dafür haftet das ein bisschen besser am Objekt entsprechend. Das ist ein bisschen zähflüssiger, je nachdem, wie man es anmischt. Aber ich muss sagen, generell für die kleineren Figuren wie den Master Chief oder das hier würde ich eher auf den UV-Filler setzen, weil der einfach viel einfacher zu verarbeiten ist. Man braucht jetzt nicht so viel Müll zu verursachen. Man geht einfach hin, zieht sich ein paar Einweghandschuhe an, sprüht das Objekt ein, wartet ein bisschen, packt das Ganze in die UV-Station, nimmt es wieder raus, macht nochmal eine Schicht, schleift zwischendrin ab und fertig. Das ist ziemlich convenient und muss ich sagen, ziemlich eingängig entsprechend und sehr intuitiv und mag ich wirklich lieber als jetzt das mit dem Resin und mit dem Babypuder. Dann habe ich last but not least einen Tipp im Internet gefunden, als der UV-Filler bei den großen Flächen von Mandalorianer-Helm versagt hat. Und die hat bei mir jetzt entsprechend für die Rüstung soweit ganz gut funktioniert. Ich habe auch andere Teile schon damit ausprobiert. Das funktioniert echt wirklich gut. Und zwar nimmt man sich einfach eine handelsübliche Kunststoffspachtel entsprechend aus dem Baumarkt für den Kfz-Bereich zum Beispiel mal, wo man die Stoßstangen reparieren kann. Und mischt diese mit Aceton. Ich weiß, in Deutschland ist Aceton nicht ganz einfach zu kriegen. Hier in der Schweiz kriegt man das Ganze ganz normal im Baumarkt zu kaufen. Da braucht man nicht jetzt in die Apotheke rennen oder sonst was in der Richtung. Aber wenn man das hat und das anmischt, dann nutzt man einfach einen Pinsel und trägt das Ganze schön gleichmäßig auf. Muss jetzt nicht unbedingt die feinste Arbeit sein. Wichtig ist nur, dass die Layerlines alle überdeckt sind. Und dann kann man am Schluss, wenn das ausgetrocknet ist, nach ein paar Minuten, man braucht dafür keine UV-Station, man braucht kein Sonnenlicht oder sonst was in Richtung, weil das Aceton einfach an der freien Luft entsprechend verdampft. Und da kommt der erste negative Punkt. Man muss natürlich eine Schutzmaske tragen. Das müsst ihr bei allen Sachen entsprechend tragen, damit ihr nicht irgendwie die giftigen Dämpfe einatmet. Bei Aceton würde ich es nochmal eine Nummer mehr bevorzugen, ganz einfach deswegen, weil Aceton halt sehr schädlich sein kann für die Atemwege und alles drum und dran und hoch entflammbar ist. Deswegen würde ich da auf jeden Fall eine Atemschutzmaske und gute Handschuhe tragen und das Ganze auch nur an der frischen Luft machen oder an einem gut belüfteten Ort, damit ihr dort die Dämpfe nicht einatmet. Aber das Ergebnis, muss ich sagen, ist ziemlich gut, denn ich habe hier am Helm keine einzige Layerline mehr. Das ist schon ziemlich cool. Ich muss jetzt nur nochmal hingehen und muss das Ganze nochmal feinschleifen und dann nochmal entsprechend gucken, dass ich hier diese Kanten nochmal richtig hervorhebe, dass ich dann nochmal mit der Spachtel durchgehe und das Ganze rausschleife. Auch, dass die Kanten hier unten entsprechend schön scharfkantig sind, entsprechend, also schön prägnant hervorstechen. Aber das ist Detailarbeit, die ich am Schluss nochmal machen möchte. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor PCBWay und natürlich auch an meine wachsende Anzahl an Patreonen. Ihr helft mir auch, diesen Kanal weiter aufzubauen und solche Projekte durchzuführen. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.